Herzlich willkommen zu unserem ersten Video von Strong and Flexible für die Beine. Für die erste Position komme in eine Hocke, bring die Hände gerne vor deiner Brust zusammen und schau, dass die Füße und die Knie in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. Lass das Becken hier erstmal tiefer sinken. Komm hier an und dann streck die Beine durch. Und dann kannst du wieder tief in die Hocke gehen und das gerne in deinem Tempo, gerne schneller, wiederholen. Versuch dabei, dein Gesicht zu entspannen. Gerne mach mal eine kurze Pause in der Hocke, um tief durchzuatmen, dich zu sammeln. Und dann geht's in die nächste Runde. Immer mit so einem Impuls die Beine durchstrecken und dann zurück in die Hocke sinken mit geradem Rücken. Und dann mache hier noch ein paar letzte schnelle Wiederholungen. Auch wenn die Beine schon ein bisschen müde werden, zieht durch. Wir haben es gleich geschafft. Und dann bleib in der Hocke, nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Dann streck die Beine durch, komm zum Stehen und schüttel gerne die Beine mal aus. Die Füße ein bisschen nach vorne, die Knie einmal durchwippen. Und nimm einen tiefen Atemzug mit geschlossenen Augen, um dich wieder ein bisschen zu sammeln. Für die nächste Position öffne deine Füße etwas weiter. Schau, dass die Fußspitzen nach vorne zeigen. Und bring die Hände vor der Brust zusammen. Eine Hand als Faust, die andere Hand als Handfläche. Du kannst ein bisschen Druck aufbauen und bleibst stabil im Oberkörper, wenn du jetzt abwechselnd rechtes und linkes Bein beugst. Finde auch hier deinen Rhythmus, dein Tempo und schau, dass auch hier immer Knie in die gleiche Richtung wie dein Fuß zeigt. Dann übst du sehr kniefreundlich und bleibst integriert. Mach hier noch ein paar Wiederholungen. Schau, dass du tief ins Becken sinkst und nicht mit müden Beinen nachlässig wirst. Noch ein paar Mal richtig schön Knie beugen. Beine melden sich vielleicht schon. Fast geschafft. Und dann lass die Beine beide durchgestreckt, schüttel gerne die Arme mal aus, tief Luft und schüttel gerne nochmal rechtes und linkes Bein aus. Für die nächste Position setz dich einmal auf deine Matte oder auf den Boden. Wir gehen jetzt in die Dehnung der Beinrückseiten. Dafür streck das rechte Bein aus und winkel das linke Bein an und twiste erst einmal nach links, um die Wirbelsäule schön zu verschrauben. Streck dich dann nach oben und dann lehn dich über das gestreckte Bein. Hier kannst du dich festhalten an deiner Wade oder an deinem Sprunggelenk oder sogar den Fuß greifen. Und dann zieh dich mit jedem Ausatmen etwas mehr über das Bein. Vertiefe hier gerne deinen Atem. Lass den Oberkörper etwas tiefer über das gestreckte Bein sinken, um so mehr noch in die Länge der Beinrückseite zu kommen. Für ein paar Atemzüge ganz ruhig und entspannt. Löse langsam auf und wechsle die Beine. Das linke Bein ausgestreckt, das rechte Bein angewinkelt. Erst in die Drehung nach rechts.
Dann zur Mitte Arme einmal heben und dann streck dich mit langem Rücken über dein linkes Bein, halte dich irgendwo fest und versuche mit der Ausatmung immer wieder dein Brustbein etwas näher Richtung Knie zu ziehen. Du kannst dir auch mal die Augen schließen und dich auf tiefe Atemzüge konzentrieren. Für die nächste Übung brauchst du zwei Blöcke. Bring dein linkes Bein lang nach vorne und du kniest auf dem rechten Knie. Becken steht über deinem rechten Knie. Und dann lehn dich nach vorne, die Hände sind auf den Blöcken und du wanderst die Blöcke schrittweise ein bisschen weiter nach vorne und verneigst dich mit der Ausatmung immer über das gestreckte Bein. Und schau mal, wie weit du nach vorne wandern kannst mit den Händen. Und mit jeder Einatmung streck den Rücken lang und wenn du ausatmest, zieh dich etwas tiefer nach vorne und unten in die Dehnung. Halte den Fuß dabei vorne flex und die Hüfte geschlossen. Das heißt, der rechte Hüftknochen, der dreht noch ein bisschen weiter nach vorne, als du wahrscheinlich meinst. Mach hier ein paar Wiederholungen in deinem Tempo. Und dann bleib gern für ein paar Atemzüge einfach in dieser Vorbeuge, lass den Oberkörper gerne rund werden. Achte nochmal darauf, dass der Fuß flex ist und dann löse langsam auf. Komm auf die Blöcke zurück und tausche die Beine. Wenn du kurz durchatmen musst, setz dich für einen Moment zurück, um dann die zweite Seite vorzubereiten. Diesmal das rechte Bein gestreckt. Linke Knie am Boden, Hüfte über dem linken Knie, Fuß vorne flex, Hüfte ausrichten und dann mit den Blöcken oder Büchern unter den Händen dich nach vorne tasten an deine Grenze. Und wenn du diese Grenze erreicht hast, pulsiere da mit dem Atem. Streck den Rücken länger, wenn du einatmest und sinke etwas tiefer über das Bein mit der Ausatmung. Ein paar Wiederholungen für dich. Bleibe dann auch hier in dieser Vorbeuge für einen Moment. Mit oder ohne Blöcke, lass den Kopf nochmal sinken und entspann dein Gesicht. Und dann hast du es schon geschafft. Setz dich gern langsam zurück. Nimm dir ein paar Momente Zeit, durchzuatmen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist.